Hallo und herzlich willkommen zu Titan Quest. Da bin ich. Ja, wie ihr seht, habe ich hier mal ein bisschen was geändert. Hier, ich zeige euch das mal ganz kurz. Wahrscheinlich interessiert es euch gar nicht, aber hier habe ich mal ein paar coole, fancy Effekte mir zugelegt. Und ich hoffe, dass die funktionieren. Jetzt habe ich auch Intro und Outro sogar hier drin. Das heißt, ich muss das alles nicht mehr unnötig zusammenschneiden. Es kann aber auch sein, dass es dann vielleicht ein bisschen ungeschickt passiert. Jetzt zum Beispiel oder jetzt. Aber es läuft. Es funktioniert. Fantastisch. Und ich habe diesen abgefahrenen Swipe-Effekt. Mein Gott, dafür habe ich Design studiert. Zurück zu Titan Quest Anniversary Edition. Mein Name ist Eddie und ich spiele mit euch eine neue Season. Nein, stimmt so nicht. Aber es fühlt sich so an, denn wir haben das Hauptspiel geschafft. Die letzte Episode war ein großer Erfolg. Nicht nur für mich. Ihr habt euch mit mir mitgefreut. Habe ich aus den Kommentaren gelesen. Freut mich, dass da auch nochmal so fleißig und auch emotional kommentiert wurde. Dankeschön dafür. Wir wollen weitermachen, wo wir aufgehört haben. Mit Edelicios, dem Zauberbrecher. Schön am Samstagnachmittag hinter mir. Ist bestes Aprilwetter, also nicht wundern, wenn sich hier irgendwie die Lichtverhältnisse ändern. Hier scheint mal die Sonne, dann regnet es, dann hagelt es wieder. Ja, während in Titan Quest die Wetterverhältnisse ziemlich eindeutig sind. Es gibt Tag und es gibt Nacht und das Wetter ist immer klar und beständig. So, ihr habt unter anderem kommentiert, Scath hat vor allem darauf hingewiesen, dass ich mir die Dialoge besser anhören soll. Das heißt, ich werde mir das jetzt auch wirklich alles anhören. Ich werde das jetzt immer bis zum Ende durchspielen lassen, außer ich halte das wirklich für langweilig oder es wurde schon alles gesagt, dann gehe ich auch weiter, so wie sonst auch. Aber ich werde es mal probieren, hier im letzten Akt des Spiels mich mal ein bisschen umzuhören, was die Leute zu erzählen haben und worum es jetzt eigentlich geht. Denn ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, was jetzt eigentlich passieren wird nach dem Hauptspiel. Deswegen, ich gehe nochmal kurz zurück und höre mir nochmal an, was diese Leute hier zu sagen hatten. Da bin ich ja letztes Mal voller Freude vorbeigerusht. Ich war einfach froh, dass wir den Olymp bzw. Typhon bezwungen hatten. Jetzt sind wir im Tempel des Apollon. Okay, ja, hier. Starten wir. Hier geht's runter. Und was mich interessiert, vielleicht kann mir das jemand beantworten. Wie endet das Hauptspiel? Endet das Hauptspiel auch hier oder endet es schon im Olymp bei Typhon? Gibt's da einfach, kommen da die Credits? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass mein Bild heute nicht so gut ist. Ja, das mit dem Licht ist nicht so geil. Also verzeiht mir, wenn ich heute mal meine Facecam ausmache, aber das geht ja mal gar nicht mit dem Gegenlicht. Also, heute mal eine ziemlich transparente Sache hier. Und ja, so ist es, glaube ich, insgesamt ein bisschen angenehmer. Schon mal abgefahren, dass hier so ein Typ liegt. Überrascht, Rhodos in einem solchen Zustand zu sehen? Viel ist heute geschehen. Wir haben schwere Zeiten hinter uns, aber die guten liegen vor uns. Merk dir meine Worte. Was ist geschehen, ist die Frage. Ich habe übrigens wieder am Sound gedreht, weil ich bei der letzten Episode auch fand, dass es alles ein bisschen zu laut war und ich irgendwie hart dagegen anreden musste. Ich habe das jetzt alles leiser gemacht, auch da. Bitte Feedback in die Kommentare, falls euch das zu leise ist oder ihr andere Tipps habt, bin ich froh drum. Medea kam vor Jahren zum Ixischen Wald und jetzt ist sie nur noch als die Hexe bekannt. Es mag sein, dass sie vielen hilft, aber jene, die sie aufsuchen, müssen auch mit ihrem Zorn rechnen. Okay. Von Orpheus, Sohn des Morpheus, dem Meister der Musik und der Lieder, erzähle ich eine tränenvolle Geschichte. Es war die schöne Eurydike, die sein Herz gewann, und an ihrem Hochzeitstag, als sie mit den Nymphen in einem Hain tanzte, schnappte eine Schlange sie an der Ferse. Ein tödlicher Biss. Und Eurydike fiel und starb. Ach, wie war Orpheus voll Kummer. Ich glaube,
Der Sound ist dann doch ein bisschen zu leise. Hier, die Dialogstärke. Lautstärke machen wir mal wieder ein bisschen höher. Und sang so traurig, dass die Bäume ihre Zweige und die Löwen ihre Köpfe hängen ließen. Er sang und die Götter kamen und flüsterten ihm ins Ohr. So ging er nach Aornum in Thesprotis, wo zwischen den nackten Klippen einer der zwei Wege in das sonnenlose Land verläuft. Als er ging, sang er, und alle, die ihn vernahmen, klagten. Orpheus sang für Charon, der weinte, während er sein Boot steuerte. Und er sang zu Kerberos, der seine drei Schnauzen niederlegte und jaulte. Und er sang zum Fürsten dieses Orts, den wir nicht nennen, und zu seiner Herrin, der Göttin Persephone. Ihre Herzen waren bewegt, und sie gewährten Orpheus Einspruch, aber nur unter einer Bedingung. Er sollte seine Geliebte aus dem Hades holen dürfen, solange er sich nicht umsah, bis er mit festem Fuße wieder auf der Erde des Landes der Lebenden stand. Und so zog er los, blickte entschlossen nach vorn. Aber sein Herz wankte, er zweifelte, er fürchtete, er dachte, er würde verrückt werden, er raufte sich die Haare, und einen Moment lang schaute er zurück. Voller Schrecken flimmerte der Schatten seiner Geliebten und streckte den Arm nach ihm aus und verschwand erneut in den Tiefen, um niemals mehr die Sonne zu sehen, um niemals mehr die Liebe zu sehen. Deep. Verzeiht mir, wenn ich solch langen Texte dann doch überspringe. Den habe ich mir jetzt noch angetan, weil ich die Geschichte ganz schön fand. Wie viele Nächte ist es her, dass ich nicht von den übelsten Träumen geplagt wurde? Und immer, immer träumte ich von den Toten. Ja, das Thema ist Traum. Das wissen wir nicht zuletzt auch wegen der Meisterschaft Traum, die ich gar nicht jetzt hier zeigen kann. Wir haben übrigens noch einen Glückspunkt, den wir vergeben können. Ich gebe den mal hier auf das Waffentraining, damit es auch mal voll ist. So, was haben wir denn hier im Angebot? Der Preis von Bronze. Wow. Du hast Glück, dass ich überhaupt was anbieten kann. Was sind das für Waffen? Dorator, die sehen ja cool aus. Habe ich jetzt auch ein paar? Wow, geil. Die habe ich noch nie gesehen. Ja, das habe ich noch gar nicht so richtig erwähnt, glaube ich. Ich habe Typhon besiegt in der Vergangenheit, aber ich habe noch nie weitergespielt. Ich kenne das Add-on nicht. Das heißt, das ist wirklich das erste Mal, dass ich hier stehe. Also deswegen aber nochmal die Frage, gab es den Ort schon vorher? Oder ist der jetzt wirklich, fängt das Add-on genau hier an dieser Stelle an? Weil diese Waffen habe ich bestimmt noch nie gesehen. Sehr cool. Sehr cool, dass es neue Waffen gibt hier. Ach, das freut mich. Ich habe jetzt gar kein Gefühl dafür, wie gut die sind. Was haben wir denn hier? Blitzschaden. Ja, ich guck mal, was ich vielleicht erstmal gelootet bekomme. Hier gibt's was mit Lebensentzug. Ja, eigentlich ist das doch mal direkt eine bessere Axt, als ich dort habe. Klar, ich habe die Säbelklaue, aber die kann ich ja auch wieder rausschmieden. Und hier, das sehe ich jetzt, glaube ich, auch, oder? Nee, stimmt gar nicht. Hier sehen wir auch wieder, dass man zwei Attribute braucht. Stärke 268 und Geschicklichkeit 111. Zum Glück haben wir genug von beidem. Ich glaube, ich nehme das jetzt einfach mal, kostet so, dass wir es uns leisten können. Und ich hoffe, dass sich das jetzt gelohnt hat. Natürlich hat die Säbelklaue noch ein bisschen was. Und das werden wir uns dann auch noch dazugeben, indem wir das hier mal rausschmieden. Und jetzt verkaufen wir noch ein paar Sachen. Das war nicht unsere Rüstung. Auch diese Sachen können wir nicht gebrauchen. Ein Schild genauso wenig. Alles weg, alles muss raus. Mal gucken, das muss ich dann gleich machen. Nee und nee.
Ich ziehe auf jeden Fall lieber den Lazarus-Plattenpanzer an. Das muss ich gleich noch schmieden. Das behalte ich. Ja, das sind schon coole Amulette. Was habe ich denn aktuell? Feuerwiderstand. Ja, wahrscheinlich kann ich genau das verkaufen und mir wieder ein bisschen Leben oder Gesamtgeschwindigkeit geben. Ach komm, ich glaube, damit fahre ich ganz gut. Ein bisschen mehr Leben ist jetzt wahrscheinlich nicht schlecht. Ja, gut. Oh, hoffentlich mal eine gute Rüstung. Ne, eigentlich nicht schon mal eine Rüstung habe ich ja jetzt gut. Aber ein guter Helm wäre mal was. Hier. Ja. Auf jeden Fall viel mehr Rüstung, was vielleicht jetzt erstmal ganz gut ist. Oh ja, aber weniger Gesundheitsregeneration. Ach, ja, nee, dann wird weiter gelootet. Neue Farben haben wir hier nicht. Und davon haben wir gerade auch noch genug. Dann geht's weiter. Ja, sorry, dass das heute so ein bisschen antiklimatisch ist. Ja, erstmal will ich mich mal wieder ausrüsten und dann geht's auch weiter. Die Ungeduldigen sind wahrscheinlich eh schon irgendwie... haben schon weiter geskippt. Alle anderen können sich das jetzt vielleicht nochmal überlegen. Ich werde hier nochmal eine Sekunde verbringen. Schöne Artefakte. Wir akzeptieren alle Formeln. Genau. Wir wollten diese Axt separieren. Wir wollen das Relikt zurückhaben. Wir gucken nochmal, ob das... Ja. Da haben wir es. Und jetzt können wir uns überlegen, das da reinzuschmieden. Finde ich an sich nicht schlecht. Blutungsschaden, Lebensentzug. Ist eine gute Kombination. Ja. Und schon haben wir wieder eine gute Zahl an Schaden pro Sekunde. Arkanische Formeln. Er atmet kaum noch. Und er ist schon seit 3 Tagen nicht aufgewacht. Ist vielleicht ein bisschen dumm, da jetzt nochmal nachzufragen, denn das ist jetzt eigentlich schon wieder Geschichte. Möchtest du deine Sachen verstauen? Ja, doch. Irgendwie Lotusblüte kann hier ruhig rein. Elektrum-Amulett? Ne. Oh, stopp mal, war da nicht was? Durchschlagswiderstand, 10%. Da wurde mir auch schon zugeraten, mich darauf vorzubereiten, dass ich das brauchen werde. Und auch sonst scheint das gar nicht so verkehrt zu sein, oder? Ziemlich viele Widerstände. Ey, ich probiere das mal. Das Elektrum-Amulett scheint ein gutes zu sein. Was mache ich denn mit den Dingern jetzt? Ich schleppe die echt nur noch mit mir herum, ne? Dann. Ah, das. Das war ein gutes Teil, aber ich. Er ist immer noch ziemlich gut, aber. Naja, das kann ich, glaube ich. Das kann weg und das kann auch weg. Ja, die beiden verkaufe ich noch. Und den lege ich da rein. Eine und Ehre! Dann wollen wir auch mal weiter. Deine Unterstützung ist sehr willkommen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Sobald die Straße nach Ixia sicher ist, werde ich aufbrechen, um meine Katina zu besuchen. Sie ist vor fast einem Jahr weggezogen. Und ich vermisse sie jeden Tag. Okay. Was hat der noch gesagt? Es wird gesagt, dass ein großes gepanzertes Monster, so groß wie eine Trireme, an der Küste Damatrias gelandet sei. Es führen 2 Wege nach Damatria. Ich bin blind. Einer durch die Höhle von Ortea, der andere übers Meer. Ich schätze, dass jetzt nur noch ein Weg offen ist. Okay.
Dann wollen wir uns mal hier um ein paar Quests kümmern. So. Was haben wir denn hier noch? Oh, da kommen wir vielleicht später wieder raus. Oh, da sind die Krabben. Oh, ein Schlag reicht. Was ist denn da los? Man hört ja gar nichts. Was habe ich denn da gemacht? Hier, die Hauptlautstärke. Kann es das sein? Nee, oder? Ja, die Musik ist wieder da. Okay. Ich fühle mich gerade wie ein Anfänger. Bin ich ja auch irgendwie, wenn es hier drum geht, aber ist trotzdem seltsam, nachdem man den Endgegner besiegt hat, hier jetzt weiterzuspielen. So, auf geht's. Hades, ich komme. Oh, was ist das denn hier? Was ist denn das für ein schäbiger Wassereffekt? Ich glaube, ich kann meinen Kollegen mal rufen. Irgendwie ist die Effektlautstärke extrem leise geworden. So. Es ist und bleibt leise. Ich verstehe das nicht. Und was ist hier runtergefallen? Oh, eine Stachelpanzer. Und oh, da war noch was. Oh, ein Hai. Da war ein Hai. Wie cool. Kopfwickel der Finesse. Nee, das war es nicht, oder? Essenz der Klinge von Thanatos, wie cool. Und der Stachelpanzer. Kommt hier alles rein und das verknüpfe ich mit nichts. Ein Schlag reicht. Ah, aber auch mal wieder angenehm. Kann ich die bekämpfen? Nee, sind nur Zier, aber sehr schön. Ja, wenn ihr meint, dass die Dialoge jetzt besser sind und die Quests, bin ich auch gespannt, ob das Spieldesign auch schöner ist. Also bis jetzt finde ich es sehr schön, aber ist auch leicht gesagt, so in den ersten 5 Minuten. Irgendwas stimmt mit dem Sound ganz und gar nicht. Es ist und bleibt leise. Ich weiß nicht, ob das einfach die Hauptlautstärke sein soll, dann wird doch alles lauter. Und das will ich ja auch nicht. Ich mach mal jetzt hier. Zack. Nee, nee, das will ich nicht. Dann mache ich mal das hier leiser. Ja, testen wir das mal weiter. Ja, Bats macht's. Wie Bud Spencer. Ja, gleich haben wir auch das geschafft. Ja, ich sehe schon, das ist eine komische Episode. Erstmal reinkommen. Ich mache das natürlich jetzt nicht irgendwie, damit ich das in jeder kommenden Episode wieder anpassen kann, sondern eigentlich will ich mal wieder so eine Art Qualitätsstandard für mich finden und mit dem ich mich wohlfühle, wo ich dann jetzt die nächsten Tage auch wirklich regelmäßig wieder Videos zu Titan Quest hochladen kann. Und während mich. Oh, Helme? Oh ja, das könnte was sein. Oh, wie geil sind denn diese Kröten? Denn wer mich natürlich Typhon lange aufgehalten hat, auch psychisch, sollte es jetzt eigentlich wieder fluffig vorangehen, ohne langes Looten und Leveln, ohne Vorbereitung. Da kann ich dann auch wieder ein paar mehr Videos aufnehmen, ohne das Gefühl zu haben, ich muss vorher noch irgendwie 10 irgendwie Forumbeiträge lesen und mich in Sachen einlesen. Ey, ja. Er sieht cool aus, aber er hat nicht die Werte, die ich brauche.
und Down. Das ist ein Kulos der Leistung. Ein Kuklos. Es ist ein Ring. So, und was in dieser Höhle passieren wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, ich spiele Titan Quest Anniversary Edition. Hier nochmal mein Gesicht zum Abschied. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.